Sina. Papa hat mir etwas erzählt, daraus kann ich ganz viel lernen. Jetzt erzähle ich dir die Geschichte. Mein Großpapi war weit weg in Indien. Da wurde er plötzlich so fest krank. Er konnte nur noch im Bett liegen. Alle seine Freunde waren weg. Dann kam plötzlich ein ganz lieber Freund und hat Großpapi besucht. Und er hat gefragt, wie geht es dir? Er hat auch eine Schüssel Milchreis mitgebracht. Dieser Besuch hat Großpapi so viel Kraft gegeben, dass er ganz, ganz schnell gesund wurde. So schön. Ich habe diese Geschichte ganz gut verstanden. Und ich wollte da auch daraus lernen, dass ich nicht nur für mich selbst schaue, sondern auch merke, wie es den anderen geht. Jetzt erzähle ich dir noch etwas. Mami hat einen ganz großen Babybauch. Sie war schon sehr müde, weil es schon so anstrengend war. Sie geht ins Zimmer sich ausruhen. Dann habe ich gedacht, dass ich Mama auch eine Freude machen kann. So wie der andere Freund. Dann gehe ich ins große Spielzimmer. Dann habe ich alles ganz schön aufgeräumt. Dann gehe ich auch noch ins Wohnzimmer. Habe dort auch alles aufgeräumt, was mir Chaos gemacht haben. Als Mama zurückkommt, hatte sie so mega Freude. Dann hat sie wieder ganz viel Kraft. Ich war wieder so fröhlich. Das hat mich auch fest gefreut. Ich mache das um alle Schwestern immer wieder. Mir einfach etwas aufräumen. Oder putzen. So können mir Mama eine Freude machen. Wie dieser Mann mit dem Milchreis. Das ist so schön.